Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute wieder mit einer weiteren Folge von Conan Exiles. Wir bereiten uns auf Age of Heroes vor. Vorab möchte ich mich nochmal bei euch bedanken für die zahlreichen neuen Abos und die zahlreichen Likes, die ihr gegeben habt. Ich bin wirklich richtig froh, dass Conan Exiles so gut bei euch ankommt. Und in dem Sinn heiße ich natürlich alle Neuen herzlich willkommen. Heute werden wir uns auf jeden Fall einen Leibeigenen fangen und da müssen wir auch ein bisschen hustlen, denn am Donnerstag kommt ja das neue Update schon. Und bis dahin möchte ich eigentlich auch die Zauberei erlernt haben, wegen den Quests von Liu Fei. Ich hätte gern eine richtig schöne Base und einen Leibeigenen, aber den schnappen wir uns in diesem Part. Ich wünsche euch viel, viel Spaß, Leute, und let's go! Und hier sind wir letztens stehen geblieben in unserer kleinen Hütte. Und Leute, ich muss euch echt sagen, es ist ein bisschen problematisch, wenn ich hier auf meinem privaten Server bleibe. Denn der läuft ja nur weiter, wenn ich auch tatsächlich spiele. Und das ist ein kleines Problem, wenn wir auch die Quests von Liu Fei und Freya machen wollen. Deswegen überlege ich mir, ob es nicht doch sinnvoller ist, wenn ich auf unseren oder meinen PvP-Server gehe. Denn der läuft einfach weiter und also ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich glaube, das macht dann wirklich am meisten Sinn. Das heißt, ich werde auf jeden Fall alles, was wir bisher hier haben, dann auf dem PvP-Server neu bauen. Ja, bevor ich aber auf den PvP-Server gehe, möchte ich von euch ganz gerne noch wissen, was ich mir denn hier in die Insel bauen soll oder auf diese zwei Berge oder whatever. Also schreibt mir da auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare, wenn ihr einen bestimmten Wunsch habt. Keine Ahnung, sei es eine Burg bauen oder sei es einfach ein cozy Haus bauen mit schönem Garten, bla bla bla. Ihr wisst schon, was ich meine. Also schreibt mir das gern in die Kommentare. Ich war auf jeden Fall nochmal in Sepamero, habe komplett alle Kisten durchgeschaut und habe hier auch coole Sachen gefunden. Leider nicht das, wonach ich eigentlich geschaut habe. Das war nämlich die Sklavenkeule. Ich habe aber dafür ein Abhäutermesser gefunden, eine Stahlachs, nochmal eine Stahlsichel, zwei Waffen, nee, sogar drei. Bisschen was zu mampfen. Und dementsprechend sind wir jetzt auch vorbereitet, uns einen Kämpfer zu holen. Ich gehe jetzt aber noch mal kurz rein. Was habe ich jetzt? Achso, das war das. Denn ich habe hier auch noch die Kiste reingestellt und das Feuer. Ein bisschen Eisen habe ich gefarmt, weil wir ja für das Sklavenrad auch noch Eisen brauchen, jede Menge. Und ich packe jetzt mal das Zeug hier schnell rein. Genau, Lederfesseln habe ich auch gefunden. Die brauche ich auf jeden Fall. Die sind ja auch nicht schlecht. Und dann tue ich mir mal den Streitkolben hierher. Das Entermesser kann eigentlich auch da bleiben. Und ja, die Suppen packen wir jetzt einfach auch mal in den Ofen, bis wir einfach ein bisschen mehr Platz haben. Und dann schauen wir doch mal, was kostet uns denn jetzt, wartet mal, Werkstätten, Gefährten. Also Eisenbarren und Holz. Okay, dann nehmen wir das doch mal hier raus. Eisenbarren und Holz sind natürlich wieder komplett überladen, aber macht auch nichts. Wir können uns jetzt hier auf jeden Fall dieses Rad hinklatschen. So, dann haben wir das. Dann fehlt uns natürlich noch eine Keule und ich kann, glaube ich, noch keine Folterwerkbank machen, richtig? Genau, denn mit der Folterwerkbank kann ich mir Eisenknüppel herstellen, was ich jetzt leider nicht tun kann. Das heißt, ich muss den im Inventar craften. Und was brauche ich? Ich brauche Leder. Habe ich jetzt natürlich noch nicht. Das heißt, das müssen wir auch noch kurz anschmeißen. Schauen wir mal, ob das reicht für Leder. Gehen wir mal raus hier. Also Tierhaut und Rinde. Zwei Stück. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal das Holz hier wieder reinpacken. Und dann holen wir uns halt noch ein bisschen Tierhaut. Ach so, Leute. Stopp, halt, stopp. Hey, du kannst doch nicht einfach vor meiner Nase zugehen. Ich habe doch das Stahlabhäutemesser. Das nehmen wir uns mit. Das ist nämlich um einiges besser. So, und da werden wir auch schon erwartet. Hallo. Und tschüss. Gut. Das sollte dann für die Keule auf jeden Fall reichen. Packen wir also da rein und warten mal ab. Viele von euch haben übrigens gefragt, ob ich mit Mods spiele. Und nein, ich spiele tatsächlich nicht mit Mods, weil
Die Mods, die es gibt, die sind zwar wirklich geil, es gibt wirklich viele, die richtig, richtig cool sind, aber ich fand es immer wirklich nervig, wenn dann ein neues Update kam, bis die ganzen Leute, die die Mods kreiert haben, diese dann auch geupdatet haben, dann hast du mal wieder Fehler hier und Fehler da und es war mir dann am Ende einfach zu blöd, deswegen spiele ich das Spiel so, wie es ist. Vielleicht könnte man sich ja im Laufe der Zeit überlegen, ob man nicht mal einen Server macht, wo man Mods drauf hat zu unserem PvP und PvE-Server. Aber das werden wir dann sehen. Joint, wie gesagt, gerne den PvP-Server. Ich werde ja da anfangen, dann das hier alles zu bauen. Dann können wir auch zusammenspielen und ihr könnt mir helfen, wenn es wäre. Vorausgesetzt, ihr habt da Bock drauf. Genau. So, jetzt warten wir kurz. Ich glaube, das sollte schon reichen. Jawohl, dann stell dir mal eine Keule her, meine gute Frau. So, ich habe jetzt natürlich auch noch kein Verstärkungsdings für die Keule. Das heißt, es wird natürlich jetzt ein bisschen blöd, irgendwen zu suchen. Lasst mich mal kurz auf die Karte schauen. Einen benannten Kämpfer werde ich wahrscheinlich nicht finden. Und wir haben dann hier hinten die ganzen Sklaven, Reliquienjäger und hier auch. Hier haben wir ja auch welche. Wir könnten tatsächlich mal hier gucken, ob da ein Dreier dabei ist. Beziehungsweise, wo sind sie denn? Sind sie noch nicht gespawnt oder was ist da los? Denn ich glaube, ein Dreier ist zwar natürlich nicht so stark, aber reicht für mein Level. Die anderen sind einfach mit dieser blöden Keule nicht tot zu kriegen. Tja. Ist jetzt auch wieder so eine Sache. Wo sind die zwei, die hier waren? Meine Base kann sie definitiv nicht vom Spawnen abgehalten haben hier, denn dafür bin ich ein bisschen zu weit entfernt. Und übrigens, ihr seht hier, ich habe auch kein Admin-Menü offen. Ich spiele alles so, wie es ist. Ich möchte nicht cheaten. Das nimmt immer die Herausforderung und dann ist es irgendwie langweilig. Okay, naja gut. Wenn die halt wieder mal nicht da sind. Dann müssen wir jetzt nach Sepamero und schauen, ob wir da irgendeinen Dreierkämpfer finden. Ach, wir können ja eigentlich dabei hier kurz mal ein bisschen kämpfen, damit wir wieder mehr EP kriegen. Nehmen wir gleich hier noch Haut mit. Kommst du? Ich erwarte dich. Einmal abhäuten, die zwei Jungs hier. Und dann düsen wir mal weiter. Jetzt sind wir auch gleich wieder ein Level oben. Ich hoffe, dass ich es relativ schnell zu Level 20 schaffe. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das ohne euch irgendwie machen soll. Und dann dachte ich mir, ja, nee. Dann klaue ich euch vielleicht auch den Spaß, mir zuzuschauen. Und deswegen machen wir das schon gemeinsam. Und wenn wir noch nicht Level 60 sind, bis Age of Heroes kommt, dann ist es halt so. Im Prinzip ist da ja jetzt auch nichts dabei, wo ich Level 60 brauchen würde, außer bei Freya mit dem Vulkan. Aber ja. Hörst du gefälligst auf? Hallo, wieso kämpft sie nicht? Jetzt hat. Oh, der hat viel gebracht. Und ich bin auch eine Stufe aufgestiegen. Akkulut freigeschaltet. Genau, im Part von morgen werden wir dann auf jeden Fall auch zur Höhle gehen und Zauberei lernen. Dann haben wir nämlich bei Liu Fei, vorausgesetzt, es bleibt so, wie es jetzt auch auf dem Testserver war, schon die ersten zwei Quests fertig, denn da schickt er uns ja zum Zaubern lernen. Genau. So. Kämpfer 1, Kämpfer 1, Bogenschütze 1, Kämpfer 2. Du bist der Schmied 1. Das ist ein Koch. Alle mit der Mütze sind Köche. Bogenschütze will kein Mensch.
Ach so. Ja gut, wenn wir schon hier sind, dann können wir natürlich auch alles mitnehmen, was hier so ist. So, einmal flirten bitte. Und hier haben wir es. Das Bounty Hunting, was am 16. verschwinden wird. Bin jetzt aber auch irgendwie nicht traurig drüber, muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe das sowieso so gut wie nicht gemacht. Können wir jetzt vielleicht mal einen Kämpfer 3 finden? Bogenschütze 2. Hier ist auch einer. Kämpfer 1. Was ist denn hier los, Leute? Kein potenzielles Opfer? Wer bist du? Gerber 2. Die hier hinten sind immer so viele. Das schaffe ich tatsächlich jetzt noch nicht in meinem Level. Oder, nein, das heißt, ich schaffe es nicht. Ich könnte es vielleicht schaffen, aber ich habe da gerade echt keinen Bock drauf. Eine Ewigkeit später. Ach, herrje. Es gibt einfach niemanden. Vielleicht noch der, der da hinten rennt und dann weiß ich aber auch nicht mehr. Haben wir prinzipiell... Oh. Seht ihr, was ich sehe? Sehr geil. Ach, den schnappen wir uns vielleicht später. Okay, wisst ihr was? Dann hole ich mir jetzt einfach einen Zweier. Der wird mich dann angreifen. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Lass mal die Ausdauer regen. Und dann geht's los. Das ist sogar eine Dame. Oh, keine Ausdauer mehr. Ich frage mich, warum sie nichts tun. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ihr habt gesehen, dass ich es nicht anhab, das Cheat-Ding. Ich meine, es ist gut für mich, aber ich kann es einfach nicht verstehen, wieso das so ist. Du brauchst jetzt dich nicht hier mit verschränkten Armen hinstellen. Fall endlich um, dass ich dich mitnehmen kann. Und dann bekommst du schöne Suppe. Na, jetzt haben wir sie eh gleich. Du bleibst. Hallo, bitte hier. Danke. Und du kannst mich mal... Wir gehen jetzt nach Hause. Wir haben jetzt die Kämpferin 2. Im Prinzip nutzt es eh nichts, da ich ja dann sowieso auf den PvP-Server umziehen werde. Aber gut. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Wir können sie gleich ins Rad packen. Und da ist sie, der stygische Kämpfer. Und wir werden hier schon wieder gelangweilt von dem Schellbeck. Komm, lass mich in Ruhe. Nervig. Super. Das können wir gleich wieder da reinpacken. Rinde bräuchte ich. Aber zuerst müssen wir uns um Schleimsüppchen kümmern. Und jetzt schaue ich mal, wie viel Zeug ich da hier drin habe. Ach, nicht so viel. Reichen mir 50 Samen? Ach, wisst ihr was? Wir gehen kurz hier ein bisschen was farmen. Dann machen wir ihr schönes Schleimsüppchen. Und dann ist die Sache geritzt, würde ich sagen. Das schaut auf jeden Fall schon besser aus. 81 Samen, 473 Pflanzenfaser, das reicht locker. Hier hinten haben wir jetzt nochmal einen Leoparden. Den werden wir jetzt auch noch mal catchen. Und mal schauen, ob wir dann vielleicht aufsteigen. Ah, fast. Oh nee, ich bin überlastet. Ach, das ist doof. Ach, was könnten wir denn wegschmeißen? Wildfleisch? Hat uns nichts gebracht. Hier die Goldlotus-Ding. Brauchen wir auch erstmal nicht. Die Käfer sind auch irrelevant. Und jetzt haben wir 98%. Dann werden wir jetzt Süppchen kochen gehen. Wer will auch ein Süppchen? Ich gebe eins aus. So, so, zack. Wir können ja währenddessen mal in die Attribute schauen. Und dann mache ich jetzt hier mal die Stärke voll. Und was könnten wir denn freischalten? Ja, der Zaun. Der ist zwar jetzt hier auch nicht so wichtig. Aber haben oder nicht haben.
Das gibt es bei Überleben auch noch nichts Gescheites. Was war jetzt beim Stall? Ach, Stufe 15. Sehr geil. Wir sind schon Stufe 12, gleich Stufe 13. Und genau, das werden wir auch so beibehalten. Ich schaue dann, dass ich jetzt eben auf dem PvP-Server so hochlevel, wie wir jetzt auch gekommen sind. Ihr schreibt mir bis dahin bitte in die Kommentare, was ich bauen soll. Hier, und wir haben schon 100 Schleimsüppchen. Packen wir das da rein, drücken auf Play und los geht's. Los geht die wilde Fahrt. Steigt ein, schnell, schnell. Okay. Wo habe ich eigentlich meinen Steinpickel hin? Kann mir das jemand verraten? Wahrscheinlich hier drin, oder? Jawohl. Dann gehen wir jetzt kurz noch mal ein bisschen Eisen farmen. Oder Kohle, dass wir noch aufsteigen. Und dann können wir uns wahrscheinlich dann im nächsten Part auch ein Pferd holen, damit wir einfach schneller vorwärts kommen, weil zu Freya müssen wir ja auch hinreiten. Jawohl. Und schon sind wir aufgestiegen. Wisst ihr, was ich jetzt gar nicht weiß? Gibt es eigentlich den Servertransfer noch? Soweit ich weiß, wurde der... Boah, das ist ja schon ewig her, dass der mal ausgeschaltet wurde. Aber haben sie den wieder aktiviert? Das würde mich mal sehr, sehr interessieren. So, wie lange braucht sie denn jetzt? Na, schon ein bisschen. Jemand von euch hatte dann auch noch gefragt, ob ihr erstmal ohne Discord auf dem PvP-Server spielen bzw. gucken kann. Und das ist leider nicht möglich. Ich möchte natürlich, dass auf meinen Servern auch nur Leute spielen, die wirklich Interesse dran haben, die auch Interesse haben, dass das Ganze ein bisschen geschützt ist und nicht für jeden zugänglich. Und natürlich müssen da auch ein, zwei Regeln bestätigt werden, bevor ihr überhaupt an das Passwort kommt. Das ist jetzt nichts Wildes. Es ist halt einfach nur, ja, sind halt nur Kleinigkeiten, freundlich sein und so weiter. Aber das sollte sowieso eigentlich für jeden klar sein. Und deswegen tut es mir wirklich leid, aber ohne Discord wird das nichts mit dem Server. Wir hauen jetzt noch ein paar um. Ach, wisst ihr, was wir auch machen können? Wir können mal kurz gucken. Oh, ich hoffe, ich bin jetzt nicht überladen. Dann machen wir mal da hinten diese... Ach, erstmal den Tiger da. Und dann können wir die Heuschrecken machen. Dann sollten wir vielleicht auch wieder ein Levelchen steigen. Hallo, du hübsches Ding. Ja. Willst du mich anspringen? Ich weiß, ich bin so toll. Ach, greifst du jetzt den Jaguar für mich an? Haut nehme ich jetzt nicht mit. Ich verbinde mich schnell. Ja, was trinken kurz und noch was essen. Ja, essen braucht man nicht, trinken eigentlich auch nicht. Und dann einmal auf zu den Heuschreckis. Die Mutter war früher auch mal anders. Nicht mehr das, was sie jetzt ist. Und dass die Boss-Truhen da nicht mehr sind, finde ich auch blöd. Ich habe auch zwischenzeitlich, ich glaube, es waren jetzt ein oder eineinhalb Jahre, wo ich Pause gemacht habe mit Conan. Einfach weil mich das PvP so aufgeregt hat auf den offiziellen Servern. Und seitdem hat sich da wirklich ein bisschen was getan. Manches gut, manches schlecht. So, und schon sind wir die Stufe aufgestiegen. Jetzt sind wir 14. Ich würde eigentlich noch gerne bis Level 15 weitermachen. Und ja, dann gehen wir halt zu denen dort. Dann können wir nämlich gleich auf dem PvP-Server noch ein Pferd machen. Und das macht es dann viel, viel leichter. Seid ihr eher Typ Pferd oder Typ Nashorn? Ich habe immer ein ganz bestimmtes Pferd, was ich geil finde. Und zwar ist es der Schecke. Und danach kommt ein schwarzes Pferd. Und du erwischst mich nicht.
hast du dir wohl so gedacht. Yeah, da ist die Mutter. Kein Bock auf die Alte. Ja, ja, wir sind aber gleich 15. Vielleicht komme ich ja hin, ohne dass ich sie trigger. Da sind halt zwei. Schauen wir mal, ob wir das überleben. Mann, jetzt muss die aber auch genau da rumsitzen, gell? Ah ja, die beiden haben mich gesehen. Sie nicht. Das ist einwandfrei. Dann kommt mal hoch. Ja, jetzt hat es mich erwischt. Huch. Wow, wow, wow. Jetzt mal weggerannt, bis die Vergiftung weg ist. Oh shit, er hat mich erwischt. Ja, zwei auf einmal ist halt echt ultra nervig. Okay, das passt. Vielleicht. Okay, okay. Jawohl. So, jetzt ist der andere wieder abgehauen, aber ich brauche dich, du anderer, damit wir Level 15 kommen. Ah, ich brauche unbedingt Tränke, echt. Und Durst hat sie auch. Na komm. Gut, 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 gut. Na also. Geht doch. Jetzt hat er mich nochmal erwischt, aber jetzt ist es mir wurscht. Wir sind Stufe 15. Stufe. Wir sind Stufe 15. Wir sind vergiftet, aber alles geil. Attribute werde ich dann jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr vergeben. Das mache ich dann auf unserem PvP-Server. Und dann würde ich sagen, dass wir den Part an der Stelle beenden. Hat wieder super viel Spaß gemacht und danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in alter Freshness und bis dahin euch einen schönen Abend und bye bye.